was Martin Luther gesagt hat, der Mensch lebt nicht vom Brot alleine. Wir sind jetzt seit einem Jahr ausgehungert an Kultur, an Lebensfreude. Lassen Sie nicht zu, dass Millionen Menschen tatsächlich krank werden. Und zwar nicht aufgrund irgendeines Virus oder seiner Mutation, sondern aufgrund von Arbeitslosigkeit, Existenzvernichtung, Isolation und Einsamkeit. Statt dass man ins Gesundheitssystem investiert, wird unsere Wirtschaft komplett ruiniert. Ganz, ganz viel Kraft und Hoffnung. Danke. Wir müssen jetzt erstmal eine Pause machen. Wir sind jetzt anderthalb Stunden durch die Stadt hier marschiert, durch Kassel mit 10.000 von Leuten. Großartig. Und jetzt sind wir platt. Und jetzt gibt es erstmal Picknick mit den Kindern. Aber nur noch die Reste. Wir haben ja vorher schon richtig gemacht. Anna ist eigentlich wichtig, dass wir wieder Gesicht zeigen, vor allem gegenüber der jungen Generation. Ich bin dankbar, dass viele Leute da sind und wir diesen Tag heute haben können. Jetzt wieder los, weil es wird wärmer. Aber ich habe heute noch eine weiße Jacke an, damit mir nicht so kalt wird. Hier, weil wir unser Leben lieben, weil wir gerne für die Demokratie da sein wollen. Und wir sind die Mutmacher aus Berlin. Ich habe ihn lachen sehen und bin auf ihn zugegangen und habe gesagt, dass mich das so berührt, einen Polizisten in Uniform lachen zu sehen, nach dem, was mir in Berlin passiert ist. Und er hat gesagt, dass er das Video selber gesehen hat und ich habe gespürt, dass ihm das auch wehgetan hat. Und wir haben ein wunderbares menschliches Gespräch geführt und er hat mir gesagt, dass er gerne Brücken bauen will zwischen uns, die aufstehen, und seinen Kollegen.